Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Da vorne ist eine Gruppe von mehreren Orks, darunter mehrere Schamanen und nur ein Ork-Elite. Und ich hab mir was überlegt. Und zwar könnte ich ja... Ich könnte mich in eine Ratte verwandeln. Und ich glaube, die Orks greifen die Ratten nicht an. Und da kann ich mitten rein... Ja, das sieht gut aus. Damit kann ich mitten rein. Sehr schön. Ich kann sogar in die Deckung gehen hier drin, wenn ich das richtig sehe. Gibt es da überhaupt einen drin? Nein, es gibt keinen drin, oder? Doch, es gibt einen drin. Und theoretisch sollte ich dann jetzt, wenn ich hier einen Massensterben zaubere, alle erwischen. Sieht doch gut aus, oder? Was liegt da? Knochen eines Goblins. Ja, die nehme ich mal mit. Die Frage ist, was erwartet mich, wenn ich rausgehe? Ich bin mal ein kleiner Schisser und speichere hier. 47 Mana, das reicht nicht für einen Eisblock. Also trinke ich einen Trank. Dann schauen wir mal, was mich hier draußen erwartet. Eine Ork-Elite offensichtlich. Und das Problem ist, Mana reicht nicht, um sie zu töten. Immerhin, die Schamanen haben Mana dabei. So lobe ich mir das. Das Schwert bringt nicht wirklich Geld. Ich dachte ja mal eine Weile, dass die Ork-Schwerter von den Eliten ein bisschen Kohle bringen, aber das tun sie nicht wirklich. Nun gut, ich bin hier wieder in Sicherheit vor der Elite. Das heißt, eigentlich wäre das Klügste jetzt, mir die Tränke zu sparen, weil ich hier direkt bei der Burg bin. Und nicht wirklich viel Zeit verliere und einfach hier nochmal kurz reingehe und mich aufs Ohr lege. Ich weiß, ich tue das zurzeit ziemlich oft, aber das, wie gesagt, ich werde die Tränke, ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld, um meinen Mana zu steigern. Ich bin sogar hart am Überlegen, ob ich nicht jetzt kurz rausgehe. Zu Pyroka. Nee, lass mal. Nee, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Vielleicht offscreen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Soll ich offscreen kurz meinen Mana steigern gehen? Das macht es ein bisschen einfacher hier. Aber dann habe ich jetzt wirklich wieder Action, die... Naja, ich weiß ja nicht. Ich will halt nicht so viel offscreen machen. Ist so ein bisschen meine persönliche Anforderung. Ich weiß nicht, ob die gerechtfertigt ist. Die gut ist, ob die überhaupt das ist, was ihr sehen wollt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, natürlich muss es mir auch Spaß machen. Mir ist es egal. Mir ist es egal, tatsächlich. Für mich nimmt sich das nicht allzu viel. Ich habe halt einerseits mehr Aufwand, das Ganze offscreen zu machen. Andererseits macht es halt die Aufnahme selber dann angenehmer. Könntest du da bitte hochklettern? Geht doch. So, wo ist die Elite von eben? Die ist da vorne. Schauen wir doch mal, ob ich die nicht gemeinsam mit ein paar anderen anlocken kann. Hey, Elite, hinter dir! Ja, so ist fein. So, jetzt möchte ich, dass ihr alle anhaltet. Alle anhalten, bitte. Alle anhalten, alle anhalten. Ich sagte anhalten. Ich möchte den Schamanen erwischen können. Okay, das funktioniert so vielleicht nicht. Na, na, na. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe noch 14 Lebenspunkte. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Mann. Ey, Moment. Nicht, dass jetzt hier eine Blutfliege kommt und mich umhaut. Das speichere ich ab. Oh mein Gott. Und ich habe gerade ultra schnell gelevelt. Das tut gerade richtig gut. Ich kriege gerade so unglaublich schnell die Levels dazu. Einfach weil ich Unmengen an Gegner innerhalb kürzester Zeit umlegen kann. Das bringt mich definitiv hier voran. Zumindest leveltechnisch. Ja, und das hilft natürlich auch der Burg. Die Sache ist halt nur... Wenn ich mich hier jetzt mit den Tränken heile... Nee, lass mal. Das wäre total die Verschwendung.
Da brauche ich immer halt einen Vorrat für. Okay, nicht ganz, aber interessante Frage. Wie viel kann ich eigentlich heilen? Ich habe 73 mal 50. Gar nichts mehr. Also ich habe irgendwas. Meine Meinung will ja keiner. 73 mal 50, das sind effektiv Nummer 4. Macht. Hat auf die falschen Leute ja, sagen wir 75 mal 50. Sind. Ich weiß, was ich glauben soll. Puh, ne? 750 mal 5. 750 mal 4 sind 6000. Und jetzt nochmal die Hälfte, nochmal ein Viertel dazu. Das heißt, 7.500, Quatsch. Oh mein Gott, Kopf, 3.000 plus ein Viertel, so rum. Und ein Viertel von 3.000 sind 750, also 3.750. Und dann noch, weil ich ein bisschen unterschätzt habe, kann ich hier ruhig hochrunden auf 40 mal 70. Da komme ich dann auf 2.800 plus 3.750, also ganz grob gerechnet müsste ich dann irgendwas um die 6.000 Lebenspunkte heilen können, also 684. Das heißt, grob, ganz grob gesagt, könnte ich mich 10 Mal von fast tot auf komplett voll heilen. Das heißt, ich hätte gerade ein Zehntel meiner Lebensreserven verbraucht, wenn ich meine Tränke benutzt hätte. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt 10% gespart habe. Hätte ich nicht so eingeschätzt. Ich habe gerade eigentlich eher so übertrieben gesprochen. Und das gar nicht so wild eingeschätzt, aber das wäre tatsächlich gar nicht mal so wenig gewesen. Vor allem, wenn ich mir überlege, was mich das gekostet hat bisher. Die ganzen Tränke. Kommt, Vax, kommt hier auch noch, damit sich's lohnt. Ah, da sind noch mehr Orks. Sehr schön, alle her, alle zu mir. Alle hierher, alle hierher. So, wo kann ich rein? Keine Ahnung, nirgends. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss. Jupp. Ja, das macht Spaß. Das Spiel mit dem Feuer so ein bisschen. Weil ich nie weiß, wie viel Schaden die machen, wie schnell die reinhauen. Ob ich es überlebe, ob ich sie alle umgelegt kriege, schneller. Wer ist schneller? Die Orks oder ich? Und natürlich, je mehr es sind, desto schwieriger wird es für mich, beziehungsweise desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich erwischen, bevor ich sie erwische. Aber das Problem ist jetzt, wie es scheint, haben einige die Verfolgung aufgegeben, bevor... Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ah, und da kommen sie. Das ist nicht gut. Einige haben die Folgen aufgegeben und deswegen stehe ich so ein bisschen mittendrin. Ah, den Verwahl würde ich gerne ausnehmen. Das ist ärgerlich. Der hat bestimmt Mana-Tränke dabei. Hier liegt eine Steintafel. Guck mal. Die will ich. Okay, ich habe hier eine Hoffnung. Na, okay, das hat nicht funktioniert. Habe ich hier gespeichert, mittendrin? Ich hoffe doch. Na, nein, habe ich nicht. Okay. Dann versuche ich das Ganze mal etwas weniger wagemutig vielleicht. Ja, mit euch. Sehr schön. Dann laufe ich mal hier rum. Und hier zauber ich. Ah, ich hätte da reingehen können, verdammt. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ah, das ist so ärgerlich, dass ich nicht alle auf einmal krieg. Tschüss. Zum Glück war ich schneller. Das war wieder so knapp. Ich habe 28 Lebensenergie. Ha, doppelt so viel wie vorhin. Ah, das ist ärgerlich, denn dass ich da nicht alle auf einmal kriege. Also die Reichweite könnte ein bisschen besser sein, fände ich. Andererseits, der Zauber ist so schon so mächtig. Zwei Level sind zwei Folgen oder drei Folgen. Das ist schon ziemlich gut. Wie gesagt, es ist kurz Nachmittag, also zum nächsten Morgen. Dann ist der 96. Für Innos! Ja, für Innos. Es ist der 96. Tag. Ich brauche hier relativ viele Ingame-Tage, um meine Orks umzulegen. Wie gesagt, das ist hauptsächlich dem geschuldet, dass ich halt meine Tränke aufsparen will, weil ich nicht weiß,
wie viel Tränke ich haben und bekommen werde in Irdorath. Und wie viel ich brauchen werde und ob ich da übernachten kann und überhaupt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nicht mir erlaubt, einen Blick nach Irdorath zu werfen. Ich habe auch beim Nachlesen von den ganzen Dingen, damit ich jetzt möglichst schnell durchkomme, darauf geachtet, nichts über Irdorath zu lesen. Denn ich möchte das dann wirklich erleben, sozusagen, wie das dann ist, wie das dann funktioniert, was da passiert. Ah, ein Ring. Wer sagt's denn? Hier war tatsächlich was. Hätte ich so spontan nicht erwartet, aber ich wollte einen Blick werfen. Sicher ist sicher. So, in der Hütte war ich drin. Dann haben wir hier noch die Hütte mit den Wargs von eben. Das ist die nächste hier. Hier, drei Wargs. Das sollte reichen. Ja, das reicht. Gut, das bisschen Fleisch und das bisschen Fell, das bringt nicht wirklich so viel. Schade. Aber gut, was soll's. Also, ich meckere jetzt nicht rum, weil ich die kriege, sondern ich meckere jetzt eigentlich, weil ich die ganzen anderen Orks nicht gekriegt habe. So, die Steintafel hätte ich gerne. Ich kriege immerhin die Waffen, die ich dann verkaufen kann. Das ist jetzt nicht so viel. Wer zaubert da auf mich? Und warum? Ach, das geht gar nicht auf mich, oder? Die kloppen sich gegenseitig. Hat der Schamane wohl aus Versehen auf den Wag gezaubert. Da haben mir die Wags wohl den Schamanen umgelegt und mir die Erfahrung geklaut. Naja, gut, halb so wild. Halb so wild. Hauptsache, ich kann den Schamanen ausnehmen und seine Tränke erhalten. Und dann möglichst schnell... Ups, nein, Skelett machen. Massensterben. So, das sollte mich zumindest vor einigen Schlägen sichern. Oh mein Gott, ist das laut. Oh mein Gott, ist das laut, wenn die alle plötzlich gleichzeitig schreien. Aber ja, wie ihr seht, also zumindest einmal so kurz um die Ecke laufen. Da kommen höchstens nur wenige Orks damit. Ist ja nicht traurig, dass sie so blöd sind. Da ist nichts zu holen. Aber... Da ist nichts zu holen. Naja, ist halt so. So, da habe ich nichts noch... Nichts zu plündern. Klaue Ork-Axt. Nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Ich klicke einfach mal ganz wild durch, während ich mich drehe. Damit ich einfach da ist nicht zu holen. Mehr oder weniger alle erwische, aber ich glaube, ich habe alle. So, hier liegt noch ein Wagfell und noch ein Wagfell. Und Moment, bevor ich da jetzt rausgehe in die Gefahr, will ich erstmal schauen, was für eine Steintafel das war. Lebensenergie, ja, das ist doch nett. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Lebensenergie nehme ich gerne. Ist zwar nicht das Mana, was ich gerne hätte, aber ein bisschen mehr aushalten ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was habe ich denn da für eine Waffe ausgewählt? Was ist denn hier los? Ich habe das Rapier ausgewählt. So ein Unsinn. Ich will doch meinen Taifun. So, dann kommt mal her. Na? Die mache ich von Hand. Da kenne ich nichts. Das geht schnell. Das geht super schnell, um genau zu sein. Ein Schlag und weg. So, jetzt möchte ich gerne hier alles einsammeln, ohne mich nichts zu plündern. Mit den nächsten Orks nichts zu holen. Anzulegen. Scheint zu funktionieren soweit. Okay, kriege ich immer nochmal einen Heiltrank. Und sehr schön. Reicht mir das Mana? Puh, ich habe noch zwei Mana. Gerade so, gerade so. Aber gut, es hat funktioniert. Oh mein Gott, das ist so witzig. Mir macht das gerade richtig Spaß. Das ist zwar ein bisschen eintönig, hier das ständige Rein und Raus und in die Orks reinrennen und den Zauber machen. Das ist ein bisschen eintönig, zugegeben. Aber mir macht das gerade richtig Spaß. Oh mein Gott, ist das toll. Für Innos übrigens.
auch mittags, denn wenn die Sonne im Himmel scheint, ne, dann ist es ja ein Zeichen, dass Innos über uns wacht. Das höre ich zum ersten Mal. Eigentlich sollte man so mittags eher für Innos grüßen, statt morgens. Oder feiert man morgens, dass die Sonne zurückkommt und damit Innos wieder über uns wacht. Tja, das könnte auch sein. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Und ich bin Magier, das will was heißen. Und das war dämlich. Das war ziemlich dämlich. Unter uns, das war strunzdumm. Oh Mann. Naja, ich glaube, ich halte noch genug aus. Ich muss da jetzt nicht sofort mich heilen, das wird schon passen. Ich glaube eher, dass mein Mana zuerst zur Neige geht. Aber ich glaube außerdem, dass sich meine Mana-Probleme einigermaßen bald lösen werden. Das glaube ich nicht, das weiß ich. Um genau zu sein. So, hier gibt's nix. Ein unbekannter Soldat. Ich laufe da mal hier innen an der Burg lang. Das ist so ein bisschen das Feeling, im alten Lager zu sein. Ne, hier stand früher Torus. Hey, Orks, kommt mal her, ich habe was für euch. Das ist gut. Besser als Ostern und Weihnachten zusammen. Naja, also für mich, um genau zu sein, für euch nicht. Aber das habe ich auch nie behauptet, dass es für euch gut ist. Ich habe nur gesagt, ich habe was für euch, nicht, dass es was Gutes ist. So, wie schon vorher gesagt. Das Mana geht mir zuerst aus. So, liebe Wargs, das ist für euch. Da war noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, und bevor jetzt die Orks hierher kommen, die da vorne, werde ich hier mal in Ruhe alles an mich nehmen. Da ist nichts zu holen. Ich will das Schwert. Und das Schwert will ich auch. Das bringt nicht viel. Da ist nichts zu holen. Wagfälle. Ich glaube, Wagfälle, wie sind die wert? Weiß ich gerade gar nicht. Die Ork-Exe sind hier jedenfalls nicht allzu viel wert. Aber ich habe es letzte und vorletzte Folge schon erzählt. Ich brauche alles mögliche Gold, was ich kriegen kann. Zumindest glaube ich das derzeit. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich lasse mir immer die Möglichkeit offen, falsch zu liegen, aber so wie ich das sehe, ist Kronstöckel, den ich will, brauche, extrem teuer. Und am liebsten wäre es mir, wenn ich meine Lernpunkte aufheben könnte und damit nicht den Zauber, den Trank zu brauen lernen müsste, sondern mir das Rezept kaufen würde. Aber dafür wiederum brauche ich halt noch mehr Geld. Na, reicht es diesmal? Nein, diesmal hat es nicht gereicht. Schade. Schade, schade, schade. Das kam ein bisschen früher als erwartet. Das war so nicht geplant. Die Frage ist, habe ich jetzt die Wags schon ausgenommen? Ah, nee, habe ich nicht. Mist. Ja, gut, klar, weil ich nicht so weit hin wollte, ne? Und da kommen sie, okay. Okay, dann mache ich das jetzt mal klüger. Ich weiß jetzt immerhin, sobald ich zu dem einen Wag hingehe und ihn erreiche, kommen sie alle her. Dann wollen wir doch mal schauen, ob ich nicht einfach alle auf einmal krieg. So, hier ungefähr dürfte optimal sein, um alle zu kriegen. Auch die hier. Jetzt muss ich allerdings nur noch aufpassen, dass der Schamane mich nicht umlegt. Uah, oder der Wag. Uah. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Mist. Das war blöd. Warum habe ich den... Warum ist der Wag... Warum hat der Wag überlebt? Keine Ahnung. Okay, ich mache jetzt was anderes. Ich sammle mir erst die Orks hier hinten ein und dann laufe ich zum Schamanen hin. Das sollte klappen. So nämlich. Genau. Und dann kommen alle her. Dann laufe ich ein bisschen hier im Halbkreis. Da sind die Wags. So, einmal um die Ecke, wie gesagt, das bringt was. Das klang ja schon ein bisschen nach viel. Hier ist immer noch ein Wag. Um genau zu sein, sind hier ein Wag, zwei Wags und ein Schamane.
Das ist ein bisschen ärgerlich, weil mich das ein bisschen Erfahrung kostet, aber ich will mal nicht so sein. Ich habe gerade andere Probleme. Oh, warte mal, ich könnte doch. Reicht das an Mana? Gerade nicht, schade. Ich könnte doch einfach den hier machen. Ja, okay. Damit hätte ich alle erwischt. Habe ich halt nicht ganz alle Erfahrungen. Ja. Wie viel bringt so ein Schamane? 300? 150? Naja, das ist verschmerzbar. Das ist verschmerzbar. So, was wächst denn hier? Ich habe hier gerade ein Kraut gesehen. Heilkraut. Ah, schade. Heilkraut sieht genauso aus wie Kronstöckel. Kannst mal zeigen. Heilkraut sieht... das ist Kronstöckel. Und das darüber ist Heilkraut. Also wie ihr seht, das sieht... Naja, okay, nicht ganz genau, aber... Ne? Schon ziemlich ähnlich. Nur gut, Kronstöckel wird wahrscheinlich nicht so exponiert wachsen. Das ist dafür zu selten. Das ist gut versteckt. Im Spiel. Was ist das hier? Blaufleder und ein Trank. Es gibt auch den ein oder anderen Trank, den man finden kann. Also der dauerhafte Boni gibt. So, einen hatte ich ja schon mal irgendwo her. Ich weiß gar nicht, ob das der plus 3 war oder der plus 5 war. Ich vergessen. Jedenfalls. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, okay. Jedenfalls da lohnt es sich, nach Tränken. Nichts zu plündern. Und so. Oh, die Augen offen zu halten. Genau, das wollte ich sagen. So. Jetzt aber die Wargs von vorhin nochmal. Die sind teilweise schon verschwunden. Das ist ärgerlich. Aber gut, kann ich nichts dran ändern. So, ich glaube, ich habe hier vorne so ziemlich alle Orks, oder? Ich sehe gerade nur noch Fleischwanzen und die tun mir echt nicht weh. Gut, man sieht, ich war hier in Gothic 2 noch nicht wirklich hier vorne. In Gothic 1 war ich hier ständig, da war alles abgegrast, aber in 2er komme ich jetzt erst so richtig frei hier hin. Was ist das denn? Das ist Arnesblatt. Ich dachte, es schwebt in der Luft. Blauflieder. Kann ich die aufsammeln? Nö. Aber ich kann das hier tun. Und ich sehe es gar nicht ein, mir das Fleisch rauszuholen. Das ist mir zu viel Aufwand. Nein. Was ich vorhabe ist, hier Pflanzen und Pilze zu sammeln, denn... Ja, jetzt habe ich doch die Fleischwanze aufgegabelt. Naja, was soll's. Da ist nichts zu holen. Nehme ich es halt mit. Denn, ne? Hier gibt es Pilze. Ganz viele. Nicht nur die hier, sondern auch ein Stück weiter vorne, ein Stück weiter da hinten in diese Richtung. Gibt es noch mehr Pilze. Das ist der zweite Grund. Nee, der dritte Grund, warum ich hier außenrum um die Burg alles von den Orks befreien möchte. So, und wie gesagt, so wie es hier aussieht, bin ich gerade relativ sicher. Ich weiß, die Folge ist gerade schon ein bisschen lang. Ich habe es im Auge. Ich bin gleich fertig. Beziehungsweise ihr seht das ja auf YouTube, wie lang der Balken noch läuft. Ich sehe das ja nicht bei der Aufnahme. Wie passend. Ein Stück Kohle in einer verkohlten Hütte. So, ich wollte gerade nochmal schauen, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Vielleicht ein paar Tränke oder so. Nö, sieht nicht so aus. Ein Grab eines unbekannten Soldaten. So, und hier war ich in der letzten Folge. Die Frage ist, gibt es hier oben direkt daneben noch Orks? Das sieht nicht so aus. Sehr schön, das gefällt mir. Dann würde ich mich hier nochmal umschauen. Ich bin jetzt schon an den Pilzen vorbei. Ich muss dann mal kurz zurück. So, hier ist auch nichts. Da ist nichts. Gut. Perfekt. Gut, da vorne geht's weiter. Beim nächsten Mal. Jetzt werde ich aber noch ganz schnell hier diesen Abschnitt, den ich meinte. Guck mal, da ist ein Trank. Da komme ich gleich nochmal vorbei. Bei der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier den Abschnitt noch schnell durchsuchen in dieser Folge. Und wo ich hin will, das sind hauptsächlich diese Pilze. Denn wie ihr seht, hier gibt es nochmal zwei Dunkelpilze. Und ich meine, hier waren auch noch welche, oder? Ja, ich glaube, hier waren mal welche, aber da war ich auf jeden Fall dann schon, bevor die Orks weg waren. Ich glaube, hier waren mal Feldräuber oder so.
Da habe ich mich hingetraut, ganz am Anfang. So, kann ich hier rein? Hier links? Ja, tatsächlich. Es gibt ein paar Wagfälle. Naja, da wird sich Bosper freuen. Zur Not bringe ich ihn einfach Bosper vorbei. Beziehungsweise, eigentlich ist es vollkommen egal, weil letztendlich zahlt mir jeder Händler gleich viel. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen in Character bleiben. Und dem Jäger die Fälle bringen. Gefällt mir persönlich dann doch ein bisschen besser. So, wie gesagt, das war's jetzt für diese Folge. Ich werde beim nächsten Mal genau hier weitermachen. Oder ungefähr hier. Ungefähr hier, sagen wir ungefähr hier. Denn ich bin ziemlich angeschlagen, mein Mana ist ziemlich leer. Ich werde hier offscreen nochmal in die Burg reingehen. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann hier hinten ins Orkgebiet und schauen uns da noch ein bisschen um. Bis dahin, auf Wiedersehen.